Auch bei den Fans war Panda das Top-Thema. Die Anhänger trauen dem 27-Jährigen einiges zu. Vor allem, wenn der Ball ruht. Also ganz starker Spieler. Ich habe mal bei YouTube ein paar Freistöße von ihm gesehen. Das ist manchmal, also das war überragend. Hat, glaube ich, auch Nationalmannschaft gespielt gehabt. Also vor allen Dingen die Standards, die Pässe, die er drauf hat. Und er kann auf der linken Seite eigentlich alle spielen. Das Mittelfeld auch. Er kann jeden unter Druck setzen. Ich wünsche ihm hier natürlich eine Top-Zeit, also dass er hier auch gesund bleibt und fit bleibt und die Mannschaft verstärken kann. Und ja, wenn er jetzt nicht verletzungsbedingt irgendwie ausgefallen ist, weil er ein Top-Spieler auch in der Nationalmannschaft, freue ich mich drauf. Das Verletzungspech hatte den Linksfuß in den vergangenen Jahren auf Schritt und Tritt begleitet. Der Wechsel zu 96 ist für ihn ein Neustart. Für mich persönlich ist es so, dass ich gerne einen sportlichen Neuanfang machen wollte und dann irgendwo auch mit einem Verein, der mir das persönlich auch zutraut. Und ich glaube, da bin ich ja sehr gut aufgehoben.